Unfassbare Szenen spielten sich in der Nacht zu Mittwoch auf der A10 am Autobahndreieck Werder ab. Hier ging richtig die Post ab. Dieser Rettungssanitäter ist richtig sauer, denn nur ein paar hundert Meter vorne warten drei Schwerverletzte auf den Lebensretter. Mach auf die Kiste hier! Ah, die ist hier auf der Straße hier! Verpiss dir! Komm, er muss sich zu Fuß durch die nicht gebildete Rettungsgasse kämpfen. Drei LKWs blockieren die komplette Autobahn. Alle Fahrstreifen dicht, vorne am Unfallgeschehen warten Menschen auf medizinische Hilfe. Seit Minuten kein Durchkommen mehr. Der Lebensretter ist sichtlich verzweifelt. Die Uhr tickt, alle Alarmsignale heulen in Dauerschleife. Mehr Blaulicht geht nicht. Keiner steigt aus seinem Wagen aus. Ignoranz pur. Unfassbare Bilder von der Brandenburger Autobahn. Und genau diese Bilder liefern dann wieder bundesweit traurige Schlagzeilen. Alle Medien berichten von der A10 bei Werder, denn über 30 Minuten brauchte dieser Rettungswagen seit seinem Stillstand auf der A10, um den Unfallort schließlich dann doch noch irgendwie zu erreichen. Noch heute herrscht Sprachlosigkeit in der Rettungswache Lenin. Naja, wenn die Rettungsgasse halt geschlossen ist und eben nicht offen, wie man es machen sollte, muss man eben warten, bis die Autos reagieren auf Blaulicht und Martinshorn. Und wenn sie es halt nicht tun, dann muss man halt Maßnahmen ergreifen. Ob nur über Lautsprecher kommunizieren oder Fenster auf und rufen und ja, aussteigen im Zweifel. Und immer wieder kommt es vor, dass Rettungssanitäter oder Feuerwehrmänner ihre Fahrzeuge verlassen müssen, um überhaupt weiter voranzukommen. Ein absolutes No-Go, auch für die Polizei in Brandenburg an der Havel. Das Ereignis dann auf der A10 hat mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, eine Rettungsgasse zu bilden. Und wir als Polizei möchten auch an alle Verkehrsteilnehmer und Pkw-Fahrer appellieren, dass diese Rettungsgasse schon gebildet wird, wenn Schrittgeschwindigkeit gefahren wird. Dann muss schon begonnen werden, diese Rettungsgasse zu bilden, um das Leben der Menschen, die im Unfall verwickelt sind, zu retten. Es ist traurig, dass immer wieder erklärt werden muss, wie eine Rettungsgasse gebildet wird. Und diese krassen Bilder sind nur ein Beispiel von vielen. Habt ihr mal ein Spiel an, du Penner! Bereits im letzten Jahr war das Nichtbilden der Rettungsgasse ein Riesenthema. Wir hatten mehrfach darüber berichtet, sogar die Brandenburger Polizei bei ihrem Kampf durch die Rettungsgasse begleitet. Ich habe es schon früher in der Fahrschule gelernt, dass man vielleicht immer von der Dummheit der anderen aussehen muss, und so sind hier auch. Es ist Ignoranz. Es wird ignoriert. Bilden Sie eine Rettungsgasse! Die Freiwillige Feuerwehr in Lenin hat mittlerweile aufs Motorrad gesetzt. Ein Feuerwehrmann fährt immer vor, wenn es kracht auf der Autobahn, um irgendwie die Rettungsgasse freizumachen. Und somit setzen wir bei jedem Einsatz, Stichwort Verkehrsunfall auf der Autobahn A2, das Meldegrad ein. Doch das kann keine Dauerlösung sein. Gunter Feuerherd appelliert an die Politik. Ich kann es ja eh nicht ändern. Wenn die Einsicht nicht folgt, dann muss halt die Politik handeln. Oder eben die Polizei ist ja auch nur ausführendes Organ, muss eben die Politik handeln und, keine Ahnung, Strafen drastisch erhöhen wie in Österreich oder Schweiz. Bei den Verletzten auf der A10 ging es glücklicherweise dann doch nicht um Leben und Tod, aber irgendwann vielleicht schon. Der Brandenburger Polizei reicht's jetzt endgültig. Sie wird jetzt noch drastischer Verstöße kontrollieren und sofort ahnden. Erst Mitte Oktober 2017 war das Behindern von Rettungskräften mit höheren Strafen belegt worden. Statt 20 Euro müssen Verkehrssünder jetzt mindestens 200 Euro für das Blockieren der Rettungsgasse blechen. Wenn Sie die Rettungsgasse nicht bilden, erwartet Sie ein Bußgeld von 200 Euro und 2 Punkte. Das ist gestaffelt, wenn Sie jemanden gefährden oder wenn Sie die Einsatzkräfte behindern, bis zu einem Unfall. Dann im schlimmsten Fall, wenn Sie einen Unfall verursachen durch das Nichtbilden der Rettungsgasse, erwartet Sie 320 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Vielen ist immer noch nicht klar, dass eine Rettungsgasse schon bei der Staubildung einzurichten ist. Doch wie funktioniert eigentlich die Rettungsgasse? Sobald ein Stau entsteht, bildet man eine Rettungsgasse. Wenn sich der Verkehr innerhalb von 10 km/h hin und her bewegt, dann macht man schon ein bisschen Platz oder guckt schon mal in den Rückspiegel. Wenn es losgeht, sofort an den Rand. Die Rettungsgasse wird zwischen dem linken oder dem äußersten linken und dem daneben liegenden Fahrstreifen gebildet. Und dann versucht man, auf dem linken Fahrstreifen so weit nach links zu kommen, wie es geht. Und auf dem daneben liegenden so weit nach rechts, wie es geht. Liebe Autofahrer, fahrt vorsichtig, bildet eine Rettungsgasse. Es können auch eure Lieben sein, die auf der Straße hocken und auf einen Rettungswagen warten. Ihr würdet das doch genauso wollen. Gunter Feuerherd und all seine Kollegen werden sich auch weiterhin so schnell wie möglich für alle Unfallopfer einsetzen und hoffen, dass sie sich in Zukunft nicht wieder unter erschwerten Bedingungen durchkämpfen müssen. Denn 30 Minuten Wartezeit in der nicht gebildeten Rettungsgasse sind einfach zu viel.